Ne, Natururin, schon wieder dran. Ich habe schon wieder eine Wanderung gemacht. Und bevor das eigentliche Video beginnt, wollte ich doch ein paar Details zur Wanderung loswerden. Und zwar habe ich diese Wanderung nicht alleine gemacht, sondern mit Marvin. Marvin ist auf Instagram. Und ach ja, ich bin auch auf Instagram. Wobei ich da bisher noch nicht aktiv bin. Sondern nur angemeldet. Und laut V-Live-Aufzeichnung sind wir am ersten Tag 34,3 Kilometer von Bremen über Dreiweihe, Gessel bis nach Fahrenhorst gelaufen. Am zweiten Tag sind wir 41,6 Kilometer über Dünsen, Harpstedt, Horstedt, Havekost und bis nach irgendwie hinter Genackersee gelaufen. Und am dritten Tag liefen wir 24,9 Kilometer von über Burgholzberg, Bardewisch, Lehmwerder bis nach Bremen-Vegesack. Und von Bremen-Vegesack bin ich dann wieder zurück nach Hause mit sowohl mit der Bahn als auch mit der Straßenbahn gefahren. Und wenn man alle Tage zusammenberechnet, kommt man laut V-Live auf 100,8 Kilometer. Und ich habe da zum ersten Mal meine neuen Laufschuhe so richtig benutzt auf dieser Wanderung. Und diese Wanderung haben wir im Zeitraum zwischen 17. und 19. Juli 2020 gemacht. Das wollte ich nur Bescheid gesagt haben. So, jetzt hier das eigentliche Video, jetzt Start kommt. Nee, Natururin schon wieder dran. Hier, ich mache schon wieder eine Wanderung. Eine mehrtägige Wanderung. Und hier, heute nicht alleine. Sondern mit Marvin. Und hier. Meine ganzen Sachen sind schon gepackt. Hier erstmal ERA saufen, damit sich meine Muskeln viel hier entspannter und lockerer und besser und stabiler anfühlen. Hier Muskelschutz. Link zu diesem ERA-Produkt in meiner verdreckten Scheißbeschreibung. Und jetzt hier schon wieder zwei Esslöffel Leinöl. Leinöl gibt Energie wegen diesen hohen pflanzlichen Omega-3-Fettsäurengehalt. Und hier meine neuen Laufschuhe, die werde ich heute das erste Mal so richtig benutzen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das anfühlt. Wenn ich damit ganz weit laufe. So, es ist 20 vor 10. Und jetzt Wanderungsstart kommt. Ne, ich bin draußen. Jetzt hier beim Treffpunkt Marvin suchen und finden. Und danach Bier kaufen gehen. Und dann Wanderung richtig Start kommt. Guck mal, da drin sollte sich gleich Marvin befinden. Ne, ich hab Marvin gefunden. Jetzt Edeka finden. Wir haben den voll verranzten Edeka gefunden. Jetzt erstmal Bier kaufen gehen und auch andere Sachen. Wir haben eingekauft. Jetzt hier Sachen packen und gleich Bier trinken. So, jetzt erstmal erstes Bier trinken. Prost. Und jetzt Wanderungsstart kommt. Ich habe meinen urinfarbigen Fummel ausgezogen, damit noch mehr D3-Schepperung kommt. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Guck mal da, wir haben Aldi gefunden. Ne, wir haben hier diesen bordeauxfarbenen hier Mülleimer gefunden. Und wir haben unsere ganzen leeren Bierflaschen hier hingestellt. Und darauf werde ich erstmal schon wieder ein Bier trinken. Hier, unser Ziel heute, hier Dünsen zu erreichen. Da soll irgendwie ein Lost Place sein. Und den kann man angucken. Ne, wir sind hier in Kirchweih und darauf erstmal ein Bier trinken. Wo habe ich getroffen? Hier. Oh, Scheiße. Scheiße. Und so aufs Handy, Alter, krieg ich das Ding ja Entschuldigung. Ich hab Marvin ins Hals getroffen. Ne, guck mal hier, wir haben diesen verschmierten Edeka gefunden. Und jetzt, weil wir diesen verschmierten Edeka gefunden haben, werden wir jetzt noch mehr Bier und sowas kaufen gehen.
Ja, hier, neues Bier geholt. Ich bin gerade dabei, diese neuen Bierflaschen genau hier reinzupacken. Bananeneinführung. Und nochmal Bananeneinführung. Es ist drin. Ich bin zu groß, ich muss runterkommen. So. Marvin macht Bier auf. Prost. Marvin ist ein 84 teurer Wagen. Fühlt sich schwerer an als mein 32,50 Euro Wagen, also diese zweitbilligste Sackkarre von Hornbach. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Oh, scheiße. Bierausscheidung. Jetzt weiter zu gelaufen. Oh, das war Stunt. Geprost. Geprost. Bier trinken. Geprost. Bier Power. Und deswegen müssen wir heute ganz viel Bier trinken. Oi, 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 oi. Weit in diesem Mausfeld drin gewesen. Guck mal, wir sind jetzt gerade hier in Feldlandschaft. Und darauf, dass wir in Feldlandschaft sind, werde ich schon wieder hier ein Bier aufmachen. Geprost. Geprost. Ich sitze auf irgendeinem verlassenen Stuhl. Ich habe schon lange nicht mehr auf so einem verlassenen Stuhl gesessen, wie dieser hier. Deswegen sitze ich jetzt drauf. Ich war noch nie so fett wie heute gewesen. Bierpower! Geprost! Geprost! Hier, laut Maps oder sowas, müssen wir das durch sowas lang, anstatt durch da hinten, was Kilometer Umweg führt. Und deswegen laufen wir da lang. Ein bisschen Pause. Und dann gleich hier weiter zu gelaufen. Mit der Bier trinken. Ich hab Bier aufgemacht. Geprost. Hier, weil langsam Dunkle kommt, sind wir auf der Suche nach einem hier Wildcamp-Zeltplatz. Dunkle kommt? Dunkle kommt. Dunkle kommt. Nee, hier, wir gekommen in irgendein, hier, in so einen Waldweg rein, um zu prüfen, dass wir irgendwie einen Platz finden, zum Rumschlafen oder so. Ui. Ich sitze plötzlich. Jetzt steh ich wieder. Gut. Und jetzt geht's weiter. zum Wildcamp-Zeltplatz. Jetzt hier Wurfzelt aufbauen. Falsch rum. Ich habe mein Wurfzelt aufgebaut. Gleich Abend fressen. Ich mache hier Dose Ravioli warm. Und Marvin macht was anderes. Hier mit Maultaschen und Würstchen oder was da drin ist. Ja, ja. Das ist so nett. Würstchen und Buchstabensuppe. Geil. Hier und darauf, dass wir hier fressen kochen mitten im Walde. Werde ich jetzt erstmal hier mein Gute-Nacht-Bier aufmachen. Hier, meine Ravioli sind fertig. Hier, weil ganz viel Blasen zugekommen. Ui, wir haben jetzt gerade ein bisschen gefressen in der Natur. Und ein bisschen Bier getrunken und sowas. Und jetzt hier, wie heißt das nochmal? Jetzt ist Tag zu Ende gegangen. Scheiße. Und deswegen werden wir jetzt gleich schlafen gehen und sowas.
Und deswegen bis morgen. Hier, gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, man ist auferstanden. hier gleich Kaffee machen, Zelt ausräumen, einpacken, Zähne waschen und dann weiter zu gelaufen. Jetzt erstmal Kaffee machen, mit Kaffeepad oder wie sich das nennt. Hier, Kaffee ist fertig. Und hier Frühstück gefunden. Ich hab so gepennt. Und Marvin hat so gepennt. So haben wir übernachtet. Guten Morgen, Restbier von gestern trinken. Endlich wieder Bier trinken. Erstmal Wurfzelt zusammenbauen. Ich hab mein Wurfzelt zusammengebaut. Guck mal, hier, die Sachen sind gepackt. Müll ist auch dran. Weil wir haben ganz viel Müll produziert vorhin. Gestern Abend und sowas. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Es ist 11:30 und jetzt Tag 2 der Wanderung Start kommt. Zugelaufen. Becken mit Scheiße dran. Ich habe ganz viel Scheiße gefunden. Und darauf, dass wir scheiße Becken gefunden haben, werde ich darauf erstmal schon wieder ein Bier trinken. Und jetzt weiter zu gelaufen. Ne, ich habe hier meinen urinfarbigen Fummel ausgezogen. Weil wegen hier D3 Schepperung kommt. Weil ich finde das voll cool, wenn mehr D3 scheppert. Ne, hier Mühleimer gefunden. Jetzt kann man diesen ganzen Müll, oder wie sie sich das nennt, hier reinstopfen. Ich hab geschafft, den Müll reinzumachen. Ne, hier, verlassenes Haus oder Bunker oder was das ist. Ne, es sieht aus wie Haus. Gefunden. Das sieht so aus. Das ist eine Vollfetthalle. Mit hier zerfallene Steine und sowas. Ui. Hier könnte man eigentlich richtig gut übernachten. So sieht dieser Lost Place in dieser Perspektive aus. Hier, mit Naturzurückholung, weil das so zugewachsen ist oder so. Hier, schon wieder ein Haus in Naturzurückholungsform gefunden. Das sieht voll entspannt aus und so zurückgeholt. Guck mal, dieses Gebäude sieht genauso aus wie das andere Gebäude. Guck mal, und hier auf dieser Ruine, da wachsen diese Vollfettbäume auf dem Dach drauf. So muss das voll lange verlassen sein oder so. So, und darauf, dass wir jetzt zwei verlassene Gebäude gefunden haben, darauf werde ich erstmal schon wieder ein Bier trinken. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier nicht falsch geguckt habe, glaube ich, ist das leider das letzte Bier, was ich hier habe. Das ist voll scheiße. hier, noch ein Lost Place gefunden. Dieser Lost Place sieht so aus. Ein ranziger Schuppen. Ne, hier, ein Bunker oder wie sich das nennt, gefunden.
Ich hab Schall gemacht. Hier ist schon wieder so eine Halle gefunden oder so. Oh, diese Halle ist voll groß. Und hier, da ganz viel Schall kommt. Ne, hier, wir haben das da gefunden. Dieses Gebäude oder was das ist. Und jetzt gehen wir rein, um uns das hier anzugucken. Hier mit Lupenloch und sowas. Hier, das riecht hier nach Holz und sowas. Hier Holz, was irgendwie nass war. Guck mal hier, dieser Raum hier hat ganz viel Schrott dran. Ne, hier geht so eine räudige Treppe hoch. Und so sieht das hier von hier oben aus. Und guck mal, da vorne, da ist Marvin. Auf diesem Dach. Ne, guck mal, Marvin kommt hoch. Das sieht ja schön geschädigt aus. Ne, jetzt hier runterzugelaufen. So, und jetzt hier rauszugelaufen. Da oben waren wir drin. Ne, weil diese Sonne voll cool ist und hier ganz viel Dehydrierung kommt, sticht das zum Haut. Weil die Temperaturen so voll cool sind. Und weil wenig Wolken da sind, was ich voll cool finde. Aber es wird langsam Zeit, wegen Stich kommt, hier Sonnencreme aufzutragen, um hier auf die Haut drauf zu machen, rumzukleckern. Extra damit weniger Stich kommt. Und um diesen Risiko zu vermeiden, dass die Haut abhält. Deswegen mache ich diesen Sonnencreme oder was das ist drauf. Hier, ich habe mich rumgeschmiert. Und jetzt war auf das, dass ich mich rumgeschmiert habe, können wir jetzt endlich weiterlaufen. Ne, wir sind gerade auf dem Weg nach Harpstedt. Weil in Harpstedt, da kann man Bier kaufen gehen. Und deswegen sind wir auf dem Weg nach Harpstedt. Und vielleicht hat Harpstedt auch einen Dönerladen. Zum Dönerfräsen. Das wäre voll cool. Ne, guck mal. Wir haben den voll verranzten Harpstedt gefunden. Ne, wir haben den voll verranzten Netto gefunden. Jetzt können wir endlich Bier und sowas kaufen gehen. Ne, guck mal. Endlich Bier gekauft und noch mehr Sachen. Aber ich werde jetzt erstmal hier so ein Eis fressen, bevor ich dann später hier Bier trinken tue. Aber hier, bevor wir Bier aufmachen, erstmal hier vorne Döner fressen. Und danach Bier trinken. Hier jetzt Döner fressen. Kann man fressen. Ne, hier Döner ist nicht komplett aufgeschafft. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Geprost. Geprost. Bierpower. Und darauf, dass ich bei Kleinamerika Bierpower gemacht habe, werde ich erstmal darauf schon wieder ein Bier trinken. Zum noch mehr Bier trinken. Guck mal da, hier, tödlicher Vogel gefunden. Dieser tödliche Vogel hat hier voll Fettkrallen oder was das ist. Füße. wegen Wolf habe ich mir gerade meinen Sack mit Gesichtscreme eingeschmiert. Und darauf erstmal schon wieder ein Bier trinken. Geprost. wir sind fast bei 24 km/h. Und keine Ahnung warum, aber ich werde darauf erstmal ein Bier trinken. Wir laufen hier Richtung Gardakersee oder wie das heißt. Gardakersee. Und da laufen wir durch.
und dann irgendwie noch ein bisschen weiter hinter. Und da werden wir dann irgendwo pennen. Nastrovia. Nastrovia. Endlich wieder zusammen Bier trinken. Endlich. Das ist schon so lange her. Guck mal, hier. Mein Rad von der zweitbilligsten Sackkarre von Hornbach. Der hat einen Riss dran. Der fällt auseinander. Damit ihr Bescheid wisst, dass der Rad jetzt so aussieht. Guck mal da, hier, wir haben einen Mülleimer gefunden. Und man sieht, dass wir hier waren. Und jetzt hier weiter zugelaufen, Bier trinken. Ich hab Bier aufgemacht. So, jetzt hier Bierdecke weit Schniepsen spielen. Oh. Hier, Marvin hat Fräsen gefunden. Meine Lieblingsband. Es hat voll cool Geschmack mit süß dran. Das wollte ich jetzt gerade. Ach ja, stimmt. Hier, darauf erstmal ein Bier trinken. Extra zum Bier trinken. King Frost. King Frost. Ich habe hier eine Bierke gefunden. Und wisst ihr, warum diese Bierke hier steht? Weil es ein Bierbauer Birkenbaum ist. Und deswegen werde ich darauf erstmal ein Bier trinken. Finden wir nicht wieder. Nee, nachdem wir Bierpower Birkenbaum gefunden haben, haben wir hier Birkenheide oder wie sich das nennt, gefunden. Oh Scheiße, hier mein Bier ist alle. Und deswegen, weil man hier Bier alle geworden ist, werde ich erstmal schon wieder ein Bier trinken. Extra zum noch mehr Bier trinken. Gib Prost. Hier dürfen keine Panzer lang fahren. Komm mal hier. Komm mal hier vorne hin. Da komm mal her. Komm mal hier her zu diesen Natururin. Und hier sehen wir ein Natururin in seiner normalen Lebensform in der Kontaktaufnahme mit einer Kuh oder mit mehreren Kühen. Ich glaube, er möchte einen Zungenkuss, aber ich denke, dieses Phänomen bekommen wir nicht aufs Bild oder nicht auf die Kamera. Was riecht denn hier so komisch? Das ist das Geschmack dran. Das ist Geschmack dran. Ja. Ne, wir haben Gander-Käse oder wie das heißt. Oder was das für ein Käse ist, gefunden. Und da laufen wir jetzt gleich durch. Und dann irgendwann hier Wildcamp-Zeltplatz suchen. Wisst ihr, was ich jetzt gerade machen tue? Ich weiß auch noch nicht. Das wollte ich noch mal. Bier trinken. Ach ja, ich wollte darauf ein Bier trinken. Nee, hier langsam Dunkle kommt. Werde ich erstmal darauf schon wieder ein Bier trinken. Weil das letzte Bier hier ausgetrunken ist. Kennt ihr noch diesen urinfarbigen Fummel? Weil ich diesen urinfarbigen Fummel hier in der Hand habe. Und weil hier, wie heißt das denn mal, weil hier Dunkle kommt und mehr Temperaturabkühlung kommt, werde ich erstmal diesen urinfarbigen Fummel hier anziehen. Damit ihr Bescheid wisst, dass ich mir einen urinfarbigen Fummel angezogen habe. Marvin hat Jägermeister dabei. Und deswegen, weil Marvin Jägermeister dabei hat. Können wir endlich Jägermeister saufen? Ja, gib Prost. Endlich wäre Jägermeister saufen.
Wochen. Lecki, lecki. Mhm. 17.861. Ist umgekippt. Und jetzt darf man gleich dann was zu trinken. Aber nicht wieder Urin, Naturkurze machen. Das geht wieder. Endlich wieder hier. Jägermeister trinken. Endlich wieder Jägermeister trinken. Geprost. Geprost. Oje, oi, oi. Oi, 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 oi. Wir pennen jetzt gerade hier in so einem, hier, wie heißt es nochmal? Aussichtsturm. Und hier, wir haben eine Isomatte verloren. Das war scheiße. Und deswegen muss ich auf dem bloßen Boden pennen. Mit meiner, hier, Schlafsack. Auf so einen harten Boden. Das ist Natururin, der da so schnarcht. Der kam hier oben an, hat sich hingelegt, ein bisschen was ausgepackt und ist sofort eingepennt. Ich glaube, Natururin ist müde. Er hat nicht mal mehr Licht ausgemacht. Guten Morgen. Hier, Tag 3 dieser verschmierten Dreckswandrückstart kommt. wir haben hier... wie heißt das nochmal? Auf dieser Aussichtsplattform haben wir gepennt. Das geht so weit runter. Andere Seite ist schöner. Ich war gestern ganz besoffen gewesen. Und meine Nase ist voll rot. Isomatte verloren. Scheiße. Ich musste auf diesen Scheißboden schlafen. Die Isomatte ist weg. Beim vielen Hinfallen verloren gegangen. Hier, Kaffee zugekochen. Zu Kaffee trinken. Mit hier Marvins Spiritus Behälter, wo Feuer dran ist. Scheiße, was ich vergessen hab, hier diesen Gummi hier, was ich vergessen hab, diesen Griff abzumachen, ist die und der dran war, ist dieser Gummi zerschmolzen. hier und zum Frühstück, währenddessen gleich Kaffee fertig ist. Hier der letzte Rest Döner von gestern, was ich nicht aufgeschafft habe. Fräsen. Hier Kaffee ist fertig. Kaffee saufen. Hier, erstmal Y-Food probieren. hier in Bananengeschmack. Das schmeckt auf jeden Fall so, als wenn da ganz viel drin ist. Guck mal, da sind auch ganz viele Nährwerte und sowas dran. Das schmeckt auf jeden Fall so, dass das satt macht. Sachen sind gepackt. Jetzt Wanderungsstart kommt. Nee, hier, wir haben genau da oben gepennt. Heute Nacht. Ich hab hier mein urinfarbigen Fummel schon wieder ausgezogen. Weil wegen voll Coolwetter. Und damit noch mehr der D3 Shepard. Hier, wir hatten gestern Abend noch Jägermeister getrunken. Und ich war so besoffen gewesen, dass ich den Wagen hier kaum ziehen konnte. Und hier, meine Isomatte ist runtergefallen. Und jetzt laufen wir den Weg zurück und suchen das grob. Ob das irgendwo in irgendeinem Busch oder so liegt, auf dem Weg oder so. Und hier, guck mal, Bierpower-Abdrücke von gestern. Guck mal, hier ist eine Spur von gestern Abend, gestern nachts über, wo wir hier versucht haben, diesen Weg hier durchzulaufen. Ich glaube,
Ich glaube, da lag ich gestern. Rum. Bin da reingefallen. Mein Rücken brennt auch wunderschön. Vor diesen ganzen Brennnesseln oder was das ist. Guck mal. Guck mal, wie viel Schrott halt hier mein Rad hat. Dieser Gummi, der geht immer mehr kaputt. Und irgendwann fahre ich komplett auf hier. Auf diesen Plastik oder wie sich das nennt. Ne, hier, wir sind so ein ganz schönes Stück gelaufen hier durch Gras und sowas. Und hier, wir haben gefunden die Wasserflasche und die Isomatte. Das ist voll cool, ich mag das. Guck mal, hier, voll Fettbaum. Dieser Baum, der sieht so alt aus, weil der so fett ist. So sieht das innen drin beleuchtet aus. Und wisst ihr, warum dieser Baum so fett war? Weil dieser Baum so fett war. Und wisst ihr, warum Marvin die letzten Meter meinen Wagen mitgeschoben hat? Weil ich so besoffen war, dass ich mit dem Wagen jedes Mal in irgendeinem Grab reingelandet bin. Ich konnte noch nicht mal so richtig die Taschenlampe halten. Das war voll schwierig gewesen gestern. Hier vorhin beim Suchen von meiner Isomatte, weil die von der Tasche runtergefallen ist. Da musste ich die ganze Zeit schmunzeln und so weiter, weil ich da diese ganzen Abdrücke, wo ich da reingefallen bin, dieses Gebüsch und so weiter gefunden habe. Hier, guck mal, wie viel Beschädigungen mein Rad schon hat. Mal gucken, wie lange das dauert, bis der Gummi komplett abfällt. Und ich dann vollkommen auf Plastik schieben muss. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ne, hier, Mülleimer gefunden. Jetzt können wir hier diesen nervigen Plastiktüte, wo Müll drin ist, reinmachen. Ne, wir haben hier eine voll verranzte Tankstelle gefunden. Jetzt mal gucken, vielleicht reingeht, um zu gucken, was da drin ist, was wir holen können. Ne, wir sind jetzt gerade aus dieser Tankstelle raus und haben uns eine Kleinigkeit hier zum Fressen und sowas und Eis und so gekauft, damit wir das fressen können. Ne, guck mal hier, mein Bein ist voller Zecken. Keine Ahnung, warum da so viele Zecken sind, aber die hier, die finden meine Beine voll cool. Aber ich versuche die irgendwie mit hier, mit das da irgendwie zu entfernen. So, ich habe Zecken rausgemacht und das waren ganz viele Zecken gewesen. Ich hatte noch nie so viele Zecken an mir dran gehabt. Aber jetzt hoffe ich mal, die ganzen rausgezogen zu haben und jetzt weiter zu gelaufen. Ne. Schafe gefunden. Was machst du denn für Geräusche? Nicht so lecker? Dann nicht. Ach so, so frisst es. Ja, die ganze Zeit war hier so eine Schotterstraße. Aber da ganz hinten, da kommt gleich eine geteerte Straße. Ja, wir liefen die ganze Zeit diesen Schotterweg und das ist voll hier, voll scheiße für mein Rad. Oh scheiße, jetzt ist dieser Rad hier komplett kaputt. Jetzt muss ich diesen Gummi von diesem Rad hier abmachen. So, und jetzt, weil ich diesen Gummi hier abgemacht habe, fahre ich jetzt nur auf Felge. Hier mit diesem Hartplastik oder was das ist. Mal gucken, wie lange das durchhält. So, und jetzt weiter zu gelaufen. Ne, wir haben Dönerladen gefunden. Jetzt noch einmal hier, bevor komplett die Wanderung Schluss ist, zu Ende vorbeigeht, noch einmal einen Döner fressen. Hier, weil wir über diese voll verranzte Weser rüber müssen. Fahren wir gleich mit das da rüber. Hier, wir fahren mit das da über diese
voll verranzten Weser rüber. Und so sehen die verranzte Weser von dieser Seite aus. Uiuiuiui. So sieht das aus, wenn das da hier sein Ding darunter macht. Damit man dann, was weiß ich, zu Fuß oder mit dem Auto oder so rüberfahren kann. um wieder hier aufs Land zu kommen. Nee, wir sind in Bremen-Fegesack angekommen. Jetzt sitzen wir hier in diesem verranzten Bahnhof rum und warten, bis mein Zug kommt. Nee, hier, dieser verschmierte Scheißzug kommt an. Jetzt hier nach Hause fahren mit diesem verschmierten Scheißzug. Ich bin aus dieser verschimmelten Dreckszug ausgestiegen und ich befinde mich jetzt hier im Bahnhof Seewaldsbrück. gleich hier Straßenbahn suchen und finden und danach mit Straßenbahn bis nach Hause fahren. Nee, ich bin wieder zu Hause. Ich habe jetzt eben gerade geduscht und ich habe noch eine Zecke an meinem Bein gefunden. Der war voll fett gewesen. Den habe ich dann nochmal rausgezogen. Das hier, das war jetzt diese voll cool Tour gewesen. Mit Marvin. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele Zecken ich überhaupt hatte. Aber auf jeden Fall, ich hatte noch nie so viele Zecken am Bein gleichzeitig gehabt. Wie vorhin. Das war voll unangenehm. Naja, und jetzt habe ich eben gerade noch eine letzte gefunden. Rausgezogen mit meiner Scheißpinzette. Ich würde jetzt gleich schlafen gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.